Ja, eine philosophische Praxis ist ja eigentlich seit der Antike schon ein Thema, wo es immer um das Gelingen des Lebens geht. Also das heißt, so viel wie überall, wo das Leben zu misslingen droht oder Konflikte, Probleme da sind, Entscheidungen anstehen, Grenzen, die man irgendwie das Gefühl hat, nicht überschreiten zu können, dann ist die philosophische Praxis die richtige Adresse. Also da geht es um Themen, kann sein Tod, Verlust eines geliebten Menschen zum Beispiel. Oder kann auch Verlust eines Jobs sein oder auch von Gewohnheiten manchmal. Dinge, die man irgendwie lieb gewonnen hat und die man jetzt loslassen können oder sollen muss. Und dann geht es um Themen wie Überforderung beispielsweise im Leben, vielfach auch Entscheidungen, die anstehen. Also in welche Richtung soll ich mich im Job oder in der Familie oder auch in meinem privaten Leben irgendwo entscheiden. Ja, bis hin zu Sinnthemen auch. Also oft sind es auch Menschen, die plötzlich von einer Minute auf die andere das Gefühl haben, es macht alles keinen Sinn mehr, was ich mache. Also überall, wo so das Gefühl entsteht, was soll ich tun, wie komme ich wieder zum Gelingen meines Lebens hin, da ist die philosophische Praxis die richtige Adresse. Am häufigsten erlebe ich so in der letzten Zeit Menschen, die mit Überforderung auftauchen. Das heißt, irgendwo läuft im Leben alles ein bisschen so aus dem Ruder. Man hat das Gefühl, man kriegt nichts mehr auf die Reihe oder es ist einfach zu viel, ich kann es nicht mehr strukturieren, ich habe die Prioritäten irgendwie verloren. Das ist zum Beispiel so ein ganz großes Thema. Dann auch das Thema der Entscheidung. Da genügt dann oft schon eine einzige Sitzung, wo man im Vorfeld schon mal abwägt, was sind die positiven, die negativen jeder Geschichte. Das ist sehr oft ein Thema und auch interessant, in letzter Zeit sind sehr viele Familien mit den Kindern, beziehungsweise die Kinder dann auch alleine. Es ist faszinierend, wie gut der sokratische Dialog mit Kindern funktioniert. Da geht es hauptsächlich um Schulprobleme, Unlust, Themen oder auch, wo Abmachungen in der Familie irgendwo fehlen. Also solche Dinge sind auch sehr häufig gewesen. Also der Unterschied zur psychologischen Praxis, den würde ich darin sehen, dass der, wir sagen ja Klient in einer philosophischen Praxis, dass es sich also nicht um einen Patienten handelt. Also es gibt deshalb auch keine Therapie und auch keine Diagnose jetzt eben von einem Patienten, sondern man befindet sich in einem Gespräch auf Augenhöhe, so würde ich das bezeichnen. Es geht immer also um einen Konflikt, um eine Problematik, wo man auf Augenhöhe miteinander im Dialog ist. Und dann würde ich auch noch einen Unterschied darin sehen, dass man nicht so wie in der Psychotherapie sehr viel auch in die Vergangenheit geht und wo liegen die Ursachen genau, sondern dass man sich mehr auf die Zukunft konzentriert. Dass man sich anschaut, wo hapert es jetzt im Augenblick, wo stimmen vielleicht Haltungen, Lebenskonzepte nicht und wie kann ich die bestmöglich für die Zukunft verändern. Also der Blick ist immer in die Zukunft gerichtet. Und daher, also aus der Erfahrung heraus, es ist jetzt auch nicht eine Thematik, wo man ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre da gleich dran sein muss, sondern der Durchschnitt der Gespräche bewegt sich so 3, 4, 5 Einheiten, die man miteinander hat, oft sogar nur eine. Und dann kann der Klient schon selber weiter mit den Dingen, die er gelernt hat im philosophischen Dialog. Ja, methodisch gibt es sicherlich unterschiedliche Ansätze in der philosophischen Praxis. Das ist ja nicht genormt. Das, was ich anwende, ist der sogenannte sokratische Dialog oder sokratische Gesprächsführung, wo es zunächst einmal immer darum geht, mit dem Klienten gemeinsam die Problematik herauszufinden. Vielfach ist ja das Hauptproblem darin, dass man sein Problem nicht genau erkennt oder definieren kann einmal. Also hier identifiziert man gemeinsam, wie lautet die genaue Fragestellung und wie lautet genau das Problem. Das ist schon einmal so die halbe Miete, kann man sagen. Und dann geht es darum, dass man im eigentlichen Gespräch oder im Dialog dann einerseits herausfindet, was ist die Thematik, also welche Lebenskonzepte, welche Haltungen stehen hier dahinter beim Klienten und da auch die Widersprüche aufzeigt. Dinge, die sinnlos sind, die widersprüchlich sind. Und wenn der Klient das erkennt, dann ist er auch bereit zu sagen, okay, jetzt gehen wir gemeinsam in einem dritten Schritt daran, neue Modelle, neue Haltungen zu erarbeiten, die mehr Sinn machen für die Zukunft oder für die Lösung eines Problems. Also das ist immer dieser Dreischritt. Zuerst identifizieren, dann auch den Widerspruch herausfinden im derzeitigen Lebenskonzept und dann das Neue zu erarbeiten.
Ja, eine Thematik, die auch in der philosophischen Praxis wichtig ist, ist die Arbeit in Gruppen. Also hier geht es speziell darum, dass man eine Gruppe vor sich hat, mit der man dann gemeinsam ins Denken und Argumentieren hineinfindet. Und da gerade durch den Common Sense der Gruppe auch, lernt der Mensch sehr viel über sich selber. Er lernt eben sinnhaft zu denken, er merkt auch, welche falschen Denkhaltungen bei ihm möglicherweise dahinterstehen können, wie zum Beispiel immer Recht haben zu wollen, das ist ein Klassiker von Denkhaltungen. Und das funktioniert dann ganz ausgezeichnet mit Schulen. Also in Schulklassen ist es faszinierend, man kann ja durchaus 1,5, 2 Stunden konzentriert mit einer Schulklasse in diesem Thema arbeiten, was viele Lehrer heute nicht für möglich halten, aber es geht. Und da geht es darum, von ja, Kindesgartenalter anschauen, also ab 4 Jahren, kann man mit Kindergartenkindern oder Schülern perfekt miteinander denken, miteinander argumentieren lernen. Das ist mir persönlich auch ein sehr großes Anliegen.